So, guten Tag, das ist unsere Physikstunde von dieser Woche. Heute ist Mittwoch und dann wünsche ich euch ein schönes langes Wochenende. Gut, also es geht um unser Fadenpendel und als erste werden wir die Lösung der Hausaufgabe hier gemeinsam durchsprechen, weil, wie ich das hier gesehen habe, so eingereichte Lösungen waren einige. So oder so. Okay, es ist besser, wenn wir ein gemeinsames Verständnis hier haben. Also wir fangen an mit der Messung. Ich habe folgende Messung durchgeführt. Ich habe eine Pendel aufgehängt. Ich habe dann die Fadenlänge gemessen, 1 Meter. So. Also L ist 1 Meter. Dann wollte ich wissen, wie groß ist die Schwingungsdauer. Also ich habe insgesamt 40 Schwingungen gemessen. Eine Schwingung ist eine Bewegung von hier bis hier und dann zurück. Oder von hier, hier, hier. Ja? Also, wenn der Pendelkörper nur auf der anderen Seite rüberschwingt, ist nur seine halbe Schwingung. Eine ganze Schwingung ist das, wenn es rüberschwingt und zurückkommt. Okay? Gut, die ganze Zeit war dann 80 Sekunden und daraus kann man jetzt die Schwingungsdauer berechnen. Also die Zeit für eine Schwingung ist dann die gemessene Zeit geteilt mit der Anzahl der Schwingungen. Also T geteilt durch M. Das heißt, 80 Sekunden geteilt durch 40 habe ich 2 Sekunden. So, okay. Also jetzt haben wir den L und haben wir den T. Und jetzt können wir anfangen zu rechnen. So. Wir benutzen diesen Ansatz oder Naturgesetz. Ja, dass die Schwingungsdauer ist gleich 2 mal Pi Wurzel von Fadenlänge geteilt durch Fahrbeschleunigung. Und die Aufgabe ist, die Fahrbeschleunigung jetzt hier zu bestimmen. Das können wir jetzt, weil wir haben jetzt hier in dieser Gleichung T haben wir gemessen, L haben wir gemessen. So, dann können wir einfach diese Gleichung auflösen auf G. Ja, und dann gehen wir jetzt hier ganz ruhig durch auf dem einzelnen Schritten, damit das jeder dann so versteht. Ja. Also die erste Sache ist, wir setzen anstelle von T und L die gemessenen Werte, also 2 Sekunden ist gleich 2 mal Pi Wurzel von 1 Meter und dann haben wir der G. Ja, kann ich sofort von 2 loswerden. Ja, ich teile das mit 2. Und dann vereinfacht sich die Gleichung schon. 1 Sekunde gleich Pi Wurzel von 1 Meter und G. Jetzt teile ich das mit Pi. So, 1 Sekunde geteilt durch Pi ist dann gleich. Und hier ist die Wurzel. Jetzt will ich von dem Wurzel loswerden. Das kann ich so machen, dass ich beide Seiten der Gleichung quadriere. Ja? Also Quadrat löst den Wurzel auf. Das heißt, hier bleibt der Wert, was unter dem Wurzel war, 1 Meter geteilt durch g. Und an der anderen Seite ist jetzt der Quadrat. Also 1 mal 1, da habe ich den 2 Exponent nicht hingeschrieben. 1 mal 1 ist 1, also bleibt 1. Sekunde hoch 2 und Pi hoch 2. Wie du das siehst, ich rechne durch die ganze Zeit mit der Einheit. Ja, das ist uns wichtig, dass am Ende die richtige Einheit für G rauskommt. So, jetzt mache ich das hier weiter. So. Und jetzt schauen wir mal folgendes. Ich mache das in kleinen Schritten, kann man das auch schneller machen, aber mit kleinen Schritten, damit du das so nachvollziehen kannst, wie das wirklich jetzt hier geht. Also ich teile jetzt, ich multipliziere jetzt hier mit g, weil ich will die g aus dem Nenner alleinstehend. Also ich multipliziere beide Seiten mit g. Ja? Dann ist von hier dieser g ist verschwunden. Das bleibt 1 Meter. Und auf der anderen Seite ist jetzt hier g. Ja? Und jetzt will ich das hier auf der anderen Seite haben. Also erstmal multipliziere ich beide Seiten mit Pi hoch 2. Ja?
Und dann habe ich hier einen Meter mal Pi hoch 2. Und dann bleibt übrig neben dem G eine Sekunde hoch 2. Ich schaue zwischendurch auf die Uhr. Und dann ist der letzte Schritt. Ich teile jetzt mit 1 Sekunde hoch 2. Ist komisch, dass ich mit 1 teile, aber ich will einfach den Einheit mitnehmen. Ja? So, dann heißt es dann, jetzt haben wir G allein stehen, G gleich 1 Meter mal Pi hoch 2 geteilt durch 1 Sekunde hoch 2. Jetzt könntest du zum Beispiel sowas sagen, okay, ich kürze mit 1, dann ist der 1 ist weg. Und dann haben wir schon eine richtige Einheit. Also das schreibe ich hier Meter geteilt durch Sekunde hoch 2. Das ist super, das ist die Einheit für Beschleunigung. Und dann bleibt allein Pi hoch 2. Ja, und das ist ein super Ergebnis. Ja. Also, dg ist diese irrationale Zahl Pi hoch 2 und dann habe ich die richtige Einheit. Wenn du jetzt einen Rechner hast, einen Taschenrechner, wo der Pi einprogrammiert ist, ja, zum Beispiel bei diesem Rechner, wie du das ganz versteckt, aber es ist da. Also wenn du die Shift-Taste drückst, ja, schalte ich mal hier ein. Wenn du die Shift-Taste drückst, ja, und drückst du diese Knöpfchen, da erscheint Pi. Ja. Und ich muss jetzt ein Quadrat nehmen, also mal nochmal Shift, nochmal Pi, also Pi mal Pi gleich, und dann habe ich jetzt hier eine Zahl. Ja. Ist natürlich ungefähr. Ja. Und aber dann kann ich dann hinschreiben, okay, dg ist 9,869 ungefähr. Und das ist ein relativ gute Ergebnis für g. Okay. So, okay, das war's. Also eine Sache nochmal, dass du merken könntest, dass wenn du eine solche periodische Bewegung, eine Periode messen willst, dann tun wir das immer so, wir messen mehrere Perioden, ja, messen wir die dazu nötige Zeit und dann teilen wir einfach mit diesen Anzahl den Schwingungen zum Beispiel hier und dann so bekommen wir dann die Zeit für eine Periode. Das war es. Das haben wir jetzt berechnet und einfach nur das zu üben. Also diesmal ist die Aufgabe, berechne die Fadenlänge. Ja? Also, jetzt hast du hier wieder ja, den gleichen Ansatz. dt ist jetzt angegeben, 10 Sekunden. G haben wir jetzt hier berechnet. Ja, jetzt kannst du das benutzen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich einen Faden habe, wo der Schwingung da ist, 10 Sekunden, wie lang ist die Fadenlänge? Die Fadenlänge muss man jetzt hier aus dieser Gleichung berechnen. Und die zweite Aufgabe ist, den Energieerhaltungsgesetz, das kannst du daraus berechnen. Also hier berechne die Geschwindigkeit. Also du nimmst ein Pendel, ziehst du diese Pendel hier so weit raus, dass der Höhenunterschied ist jetzt hier 5 cm. Und aus dieser Höhe lässt du den Pendelkörper los. Der Pendelkörper hat eine Masse von 1 Kilogramm. Und die Frage ist jetzt, wenn der Pendel in den Mittelpunkt, ja, das ist hier dieser Punkt, wo der Pendelkörper am tiefsten ist. Ja. Hier ist die Frage, mit welcher Geschwindigkeit geht dieser Körper durch diesen Punkt? Ja. Du hast hier die Höhe, du hast hier die Masse, wir haben hier dg berechnet, das kannst du verwenden. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Geschwindigkeit geht dieser Pendel durch diesen Punkt? Okay, das war's für heute, meine Lieben, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, erholt euch und wir sehen uns nächste Woche Montag.